Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Jedi Survivor. Mein Name ist Dr. Skill. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wir fahren wieder den Fahrstuhl nach oben. Alter, geht doch. So, ich schau mal. Wir müssten eigentlich nur noch hier rüber und dann dahin. Hört sich jetzt erstmal nicht so kompliziert an. Oh. So. Gut, die waren in der letzten Folge schon weg. Ich habe einmal neu gestartet, dann spawnen wohl auch alle Gegner wieder. Wie fröhlich. So. Schauen wir mal. Gut gemacht. So. Wegen des Nebels funktionieren unsere Sensoren nicht. Wenigstens bist du noch einsatzfähig. Korrekt, aber die Gefechtseffizienz ist entsprechend reduziert. Wenn wir angegriffen werden, gehst du in den Nahkampf. Diese Logik ist vernünftig. Systeme fallen aus. Habe einen Treffer beim Ziel gelandet. Nett. Gut. Und man sollte schon hier runter. Oh, wieder ein Meditationspunkt. Realer Posten, okay. Das ist ziemlich viel Feuerkraft. Tatsächlich. Ja, das ist das Hauptziel. Also, sollten wir genau hier vorne so reinkommen, ha? Huh? Warte mal, da oben rechts war was. Okay. Warte mal, wie kann ich das switchen? So. Ah, da ist was passiert. Wie ärgerlich. Ah, kriege ich den Winkel. Der ist zu spitz, echt, von hier. Warte mal. Ach, schade, ich würde zu gern sehen, wie das auf die fällt. Ah, er macht Schwerkraft nicht mit, okay. Na gut, dann mal rein da in den Spaß. Ah, hallo. Ah. Da sind diese Sicherheitsdruiden. Okay, einen haben wir. BD kümmert sich mal um den. Ach, jetzt hätten wir ihn doch nochmal gebraucht. Geht leider nicht, okay. Wie komme ich da hoch? Bereite weiteren Angriff vor. Ah, so. Gut, nee, da kann man nicht lang. Ach, da drüben geht's weiter. Gut. Holen wir ihn uns. Ah. Der Eindringling macht einen Fluchtversuch. Ich glaube nicht, dass wir wirklich einen Fluchtversuch machen. Du kannst wohl
Ja. Ganz da oben. Ah. Komme ich da hoch? Nicht verfügbar. Ärgerlich. Ja. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Nein. Er versteckt sich ja jetzt echt nicht da oben. Moment. Ah. Nein, da komme ich nicht hoch. So, da ist der eine. Kann er nochmal hier schießen? Irgendwie ärgerlich, dass der da hängt. Warte mal, das Seil ist doch neu. Ich komme aber auch nicht zurück. Ah. Hätte echt sicher gut funktionieren können. Ich schau jetzt mal kurz, ob ich hier irgendwie... Nee. Ich glaube, der ist da oben auch irgendwie gerade gefangen, ne? Kann ich mal meinen Kampfstil anpassen? Nee. Das geht jetzt hier auch wieder nicht, ne? Gucken. Die Plattform hier in der Mitte müsste aufgehen. Tut sie aber nicht. Macht sie wahrscheinlich, wenn der letzte da weg wäre. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt einfach mal versuche, hier zurück zu hüpfen. Ah, klappt nicht. Den auch nicht, ja? Wo ist denn nochmal? Hat wirklich nur der Kopf, der da so raushängt, ne? Wie ärgerlich. Ist der von da nochmal? Ja, okay. Einmal muss er noch. Nur eine Frage der Zeit. So. Jetzt, da habe ich mich doch drauf gefreut. So. Oh, krassig. So. Den gibt's wohl gar nicht. Bin nett. Bisschen Dance Party hier, ne? Ah. Gut. Ja, dann lassen wir uns mal nicht aufhalten und fahren nach oben.
Hm. Ach ja, dann. Hm. Naja, wie nett. Stehen bleiben! Ich lasse niemanden durch. Ich habe gesehen, was du mit den anderen gemacht hast, Jedi-Abschaum. Aber bei mir gelingt dir das nicht. Selbst deine Zauberei kommt nicht durch 15 cm imperiales Stahlglas, oder? Die Strukturwerte zeigen an, dass wir... Du solltest die Tür öffnen. Ich sollte was? Das ist eine Inspektion. Du hast Befehl, mich durchzulassen. Das ist eine Inspektion. Ich habe Befehl, sie durchzulassen. Entschuldigen Sie die Verzögerung, Sir. Sie werden feststellen, dass alles nach Vorschrift ist. Hoffentlich. Hm. Ja. Geringe Willensstärke hält sie nicht davon ab, die Galaxis zu erobern. Hm. Mal kurz ein bisschen den Rundumblick, ob ich irgendwas übersehen habe. Bei denen wäre noch eine Kiste gewesen anscheinend. Bomber. Damit können sie den Außenposten komplett einebnen. Hm. Okay. Auf dem Ding steht groß dein Name drauf. Hm. Wie interessant. Da eben wartet eine Kiste auf mich. Ups. Hier hinten am Ende des Ganges. Der Jedi, mach dich bereit für den Tod! Ah! Hm. War ein guter Versuch, Rick. Sehr guter Versuch. In die Grundpanik, dass irgendwie einer von der Seite kommt. Ich weiß nicht, ob diese Garnison einen Angriff der Raiders übersteht. Ich weiß. Aber wen hättest du gerne als Gewinner? Einen Rancor oder einen Gundark? Hm, da vorne? Ja. Okay, das ist hoch. Hm. Hier hört man auch Schüsse. Gut. Gipfelkamm. Nett hier. Er hat auf jeden Fall schon Schüsse hier irgendwo rumfliegen. Das ist ein weiter Weg nach unten. Wir sind so weit gekommen. Ah. Ja, da. Und da gibt es nochmal einen kleinen Savepoint, wenn ich das sehe. Oder Meditationspunkt, wie es so schön heißt. Ah. Darf ich den Sprung? Ne, deswegen das da. Versuch's. Ah. Ich hab kurz überlegt, ob ich springen soll. So, was haben wir denn jetzt alles hier? Ich will einmal hier nochmal an der Seite so ein bisschen runter gucken. Da unten, da muss man da auch nochmal hinkommen, oder? Das ist hier so ein kleines Detail, was wichtig ist. Oh. Was für eine Aussicht. Es hätte dir gefallen, Shanna. Hm, mit Sicherheit. Sieht echt hübsch aus. Nochmal kurz auf unsere Karte. Wir kommen dann da hoch. Okay. Dann will ich erstmal meditieren. Sicher ist sicher. Hm, wir haben einen neuen Fähigkeitspunkt. Den könnten wir noch nutzen.
Achso, wir haben bloß gar keine Talente verfügbar. Ne? Das macht vielleicht mehr Sinn. Okay. Gut, und mit Blick auf die Uhr bedanke ich mich wieder recht herzlich bei euch fürs Zuschauen dieser Folge. Schaltet doch sehr, sehr gerne morgen wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.